kommen jetzt erst zum Dienst. Schafft Carlo Fisichella. Während Alex Jong, jetzt hören Sie es auch, glaube ich, gerade, auf seine erste Runde geht. Kann er dem Druck standhalten? Er fuhr bisher 1,40,6. Damit wäre er also von der Zeit her sicher drin. Aber ein bisschen mehr als der letzte Platz im Heimspiel wäre schon ein tolles Resultat. Die ersten Zwischenzeiten setzt natürlich er selber, aber die werden nicht lange Bestand halten. Dann, wenn die Topstars kommen, werden ihm einige Sekunden fehlen. Hier der zweite Messpunkt, da gibt es eine angedeutete Linie, eine 59er Zeit. Da fahren die Top-Autos natürlich einige Sekunden schneller. Und jetzt diese schnelle Links-Rechts, die so spektakulär wirkt. Da hingen da drüben einige im Kiesbett, da sehen Sie auch noch die Bremsspuren. Auch David Coulthard. Die Gegengerade mit der Haarnadel, dieser schönen Tribüne und dann die Startzielgerade. Und die erste Zeit ist um 1,40, nämlich 1,40,617. Damit ist er ein Tick schneller als heute Vormittag. Davor war 6,56.